Wie heißt es? Ich hab's gut. Moin, Jung. Na? Na, was macht ihr? Glasfaserkabel einpusten. Glasfaserkabel ein was? Pusten. Einpusten. Was ist das? Per Luft ein Kabel durchs Rohr schicken. Achso, hier liegt ein Leerrohr? Genau. Und dann bindest du das irgendwo fest und dann... Ja, von der Trommel da vorne. Das Geräusch, was du gerade hörst, ist Kompressor. Wir brauchen ja Luft, ja, damit das Kabel da drin fliegt. Hannes! Hannes! Ja, ich geh zum Morgen. Fertig? Eine Reparatur. Aha. Fröhliches Booster. Danke. Tschüss. Unsere Elektriker und IT-Spezialisten sind aber früh auf den Beinen heute Morgen. Was macht ihr hier? Das ist geheim. Wie, das ist geheim? Ich darf das wissen. Ich habe, was Informationen angeht, die Green Card. Yeah. Glasfaserkabel. Das ist Andreas, unser Glasfaserspezialist. Wird das hierher gepustet? Ja. Ach, da war ich gerade bei den Pustern. Genau, der Puster pustet das hierher. Und jetzt bringen wir diese Leitung hier durch, dass wir diese Rohre, die wir jetzt, die hier schon vorhanden sind, nutzen können. Hier sind 144 einzelne Fasern drin. Aha. In diesem Kabel. Und das wird hier nachher in der Box abgelegt, aber nur so, dass wir 12 Fasern von dem ganzen Kabel nur schneiden. Und zwar die hier reinkommen, die hier abgelegt werden. Mhm. Die anderen laufen ungeschnitten dadurch. Das hat den Vorteil, dass man bei dem Ring, den man hier baut, keine Fehlerquellen drin hat. Ja, schlau! Pfiffig, ne? Ah ja, ein echter Fuchs hier. Da muss man aber gute Augen haben, ne? Oder hast du eine Lupe nachher? Du hast bestimmt so ein Spezialinstrument. Aha, Spezialinstrument, das nennt man Brille. Ja, Andreas, tschüss. Hier hausen die Waldzwerge mitten im Wald. Du bist die Gruppenleiterin. Die Metaller. Ja. Die haben sich zusammengetan und haben euch was mitgebracht. Das ist der Nils. Und Nils hat bei Facebook eine mittlerweile riesengroße Fangruppe, eine Wacken Open Air Fangruppe. Mit über 12.000. Ja, so 12.500 ungefähr. Mitglieder. Genau. Und ihr habt euch was ausgedacht und warum? Ja, also wir haben das gelesen. Also einer bei uns aus der Gruppe, Aine, hatte den Artikel gepostet von der SAZ, dass hier irgendwie so einiges kaputt gegangen ist und im Bauwagen eingebrochen worden ist und sowas. Und wir suchen eigentlich schon seit längerer Zeit irgendwie so eine kleine Aktion, womit wir den Menschen aus dem Dorf, aus der Gemeinde irgendwie mal Danke sagen können für 27 Jahre Geduld, weil das ist mit uns mit Sicherheit nicht immer so ganz einfach. Ja, also manchmal knapp untertrieben, genau. Wir sind halt etwas lauter, aber das ist auch okay so. Aber wir können halt auch mal Danke sagen und da haben sich ganz viele Leute an dieser Spendenaktion beteiligt und da haben gesagt, Mensch, da müssen wir den Kindern in Wacken irgendwie einfach mal was Gutes tun, einfach mal zeigen, irgendwie, wir können auch geben, nicht nur nehmen. 2.666,66 € sind es geworden. Wir haben es ja mit 6, ne? Ja, wie man sieht, das ist also eine stattliche Summe geworden. Ich freue mich sehr, tolle Leute in der Gruppe. Also auf diesem Weg auch nochmal vielen Dank an alle Spender. In 2 Wochen ist halt diese wirklich riesengroße Summe zusammengekommen. Und die wird jetzt der Waldkindergarten hier in Wacken bekommen und dürfen den Kindern damit was Gutes tun. Habt ihr denn schon eine Idee, was ihr mit der Kohle machen wollt? Ja, wir wollen die zerstörte Schaukel ersetzen. Die Kinder freuen sich auch schon richtig. Ist ja klar, nach der Schrecksekunde, ne? Vorher Schreck, jetzt gibt's Scheck. Waren wir schon echt gerührt, also dass ihr euch da sehr gerne. Also das ist, das ging auch schneller, als wir gedacht haben.
Wir sagen vielen Dank, das ist eine tolle Aktion von euch. Eine Blumenwiese zum Dank. Das finde ich ja toll. Und das war mal eine Wiese, das ist jetzt ein Blumenstrauß. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Wenn ich die jetzt nicht begleiten würde, würden die nie wieder nach Hause finden. Ja, geradeaus, einmal geradeaus, geradeaus. Dienstag, der 19. Juli. Ah, das wollte ich sehen. Endlich blau am Himmel. Die ersten Meter mobile Straßen treffen gerade ein. Oh, die Berge schatten. Während wir auf der einen Seite mobile Straße abladen, wird auf der anderen Seite von Infield der Knick geputzt und gepflegt und gewartet und schick gemacht. Lass den hier stehen, oder? Ich lass den hier stehen! Soll ich dolmetschen? Hä? Soll ich dolmetschen? Ja. Der versteht sich nicht. Ich lass den hier stehen! Er lässt ihn da stehen, den Stadler. Jetzt verstehe ich, das war auch ein Norddeutscher, der gesprochen hat. Ich lass den hier stehen! Er sagt, es lag am Dialekt. Ich, Hessisch. Hessisch. Jetzt was? Ich lass den hier stehen! Ich lass den hier stehen!